Grip startet den ultimativen SUV-Megatest. Wir haben 7 brandneue SUVs für die City besorgt und finden heraus, welches ist das Beste. Ins Rennen gehen Hyundai Kona, Kia Stonic, Citroën C3 Aircross, Seat Arona, VW T-Roc, Opel Crossland X und Mazda CX-3. 7 auf einen Streich. Wer bleibt am Ende übrig? So, liebe Freunde, es geht also darum, aus 7 Kompakt-SUVs den coolsten, den schönsten, den schnellsten und den besten herauszufiltern. Eine absolute Mammutaufgabe, die ich natürlich nicht alleine bewältigen kann. Deswegen habe ich mir Verstärkung geholt. Die Fußballfans unter euch werden sie kennen. Sie, das ist Anna Kraft. Die Sportmoderatorin wechselt heute für Grip vom Spielfeldrand auf den Asphalt. Ich bin heute da, weil der Matthias braucht bei 7 Autos tatkräftige Unterstützung. Und ich bin natürlich dabei, weil ich die Fahrzeugklasse unglaublich interessant finde. So ein City-SUV. Und es gibt ja mittlerweile so viel. Und da müssen wir natürlich erstmal schauen, wer ist denn da tatsächlich am Ende der Beste. Aber diese Mammutaufgabe, die werden wir schaffen. Weil jetzt hast du die Kraft an der Seite. Und dann werden wir uns die schicken Karren mal genauer angucken. So sieht's aus. Erste Aufgabe bitte. Autospeed-Dating ist angesagt, Anna. Kennst du dich mit Speed-Dating aus? Nee, aber das wirst du mir jetzt zeigen. Genau, im Fokus ist das Design. Welches Auto gefällt dir, liebe Anna, auf den ersten Blick überhaupt gar nicht? Die erste K.O.-Runde beginnt. Das SUV, das Anna optisch am wenigsten überzeugt, fliegt raus. Also der Seat ist für mich absoluter Traum von außen. Den finde ich sehr, sehr schick. Absoluter Traum. Der Hyundai? Farblich müssen wir beim Hyundai, okay, Farbe kann man ja ändern, geht so. Der Kia sieht ein bisschen aus wie ein Käfer. Der T-Roc? T-Roc, auch nett. Schneller, 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 schneller. Doppel befriedigend. Und jetzt kommt das absolute Desaster. Der Citroën C3 Aircross ist so scheppig. Ich weiß gar nicht, was das sein soll. Soll das bullig sein? Soll das süß sein? Also das geht gar nicht. Das fahre auch ich als Frau gar nicht. Das ist der, den du rauswählst, ja? Ja. Boah. Dann hast du tatsächlich so entschieden, wie Deutschland entschieden hat. Ja? Denn Grip hat eine Online-Umfrage gestartet. Wir wollten von der Community wissen, welcher gefällt euch nicht. 39% von 4.333 Menschen haben entschieden, der Citroën C3 Aircross ist der schlimmste von den 7 und deswegen ist er raus. Ja, was ich lustig finde, ist, dass Anna Kraft anscheinend komplett Durchschnitt ist. Ja? Also sie hat genauso entschieden wie alle anderen, die mitgemacht haben bei der Umfrage. Ja, Matthias hat gesagt, ich bin nur der Durchschnitt. Aber dann bin ich halt eine Durchschnittsfrau und habe halt genauso gewählt wie die Zuschauer. Finde ich auch gut. Also ich habe Ahnung von Autos. So werte ich das. Also, ein paar Kommentare von den Usern. Ja, ich bin voll gespannt. Der C3, er sieht aus wie ein Mops mit Doppelkinn. Wir müssen dazu einfach mal das Auto gleichzeitig dazu angucken. Ja? Dann schreibt Max, Mars-Fahrzeuge sollten auch auf dem Mars bleiben und nicht auf unserer Welt. Außerdem sieht er so aus, als hätte er Glubschaugen und einen aufgerissenen Mund. Aber das trifft genau. Was also, glaubst du denn, Anna, haben die User als schönsten gewählt? Ich glaube, ein heißes Rennen würde ich tippen zwischen dem Mazda und dem Seat. Es ist tatsächlich so, den Mazda finden die Deutschen am schönsten. Ja, der ist auch. Ja, ich finde, der sieht sportlich aus. Vorne schnittige Schnauze. Also, Citroën, tut uns leid, der Aircross ist raus. Da waren es nur noch 6. Karte bitte. Und einen Kaffeebecher, den brauchst du auch gleich. Farblich alles abgestimmt. Sahneschnitte. Meine kleine Sahneschnitte. Das ist eher der von Matthias, nicht meine. Also, morgens auf dem Weg zur Arbeit. Das heißt für dich, jetzt rein ins Auto, das Handy und den Kaffeebecher verstauen, anschließend den Sitz einstellen, anschnallen, losfahren. Ja. Wie gut kommst du mit dem Auto spontan zurecht? Der Seat ist die Nummer 1. Los geht's. Gucken wir uns an. Ja, los, du musst jetzt gehen. Ach so, ich muss gehen. Ja. Ach so, okay. Was haben die kompakten SUVs im Cockpit zu bieten? Im Seat ist schon mal Platz für Kaffeebecher und Handy. Aber wenn er Anna in Sachen Bedienung und Materialqualität nicht überzeugt, geht er in dieser Runde K.O. Wie kommst du zurecht? Ja, siehst du, wo alles ist? So ist gut. Ja, sieht überragend gut aus. Startknopf hast du auch sofort gesehen? Ja, habe ich auch sofort gesehen. Blinker, ich sag ja. Scheibenwischer. Fazit, du findest dich zurecht? Ja, das ist schon ganz nah an sehr gut. Okay. Vom Spanier zum Koreaner. Wie schlägt sich der Hyundai Kona? So, Kaffeetasse steht. Hat schon mal Platz. Wo ist denn hier das Ding einstellen. Zum... Okay, hier geht hoch, runter.
Ja, okay, aber wie komme ich denn jetzt da dran? Ist das nicht immer, hä? Was machst du denn da unten? Ja, ich finde das... Vielleicht kann man den auch nach vorne schieben. Ah. Mit so viel Technik hatte ich nicht gerechnet bei dem Modell, okay. Ja, aber ich meine, guck dir das mal an, der ist voll ausgestattet. 1000% Plastik, oder? Übersichtlich, aber diesmal aber negativ nicht im, eingefärbt. Ja, ja, diesmal nicht im positiven Sinne. Wie easy ist das hier? Stets bemüht, befriedigend. Okay, mal schauen, was dieser City-SUV denn so drauf hat. Platz für Kaffeebecher und Handy bietet der zweite Koreaner, der Kia Stonic, jedenfalls ordentlich. Ein bisschen steril, finde ich, so ein bisschen wie eine Zahnarztpraxis. Ist bis jetzt nicht mein Favorit, aber... Also das Plastik mich, stört dich? Ja, mich stört das Plastik. Nehmen wir den nächsten, oder? Ja, auf jeden Fall. Und das ist der VW T-Roc. Ja, sieht auf jeden Fall schon mal sehr geil innen drin aus, finde ich. Oh, der Sitz ist sehr schön, der gefällt mir auch schon mal vom Design. Das ist bis jetzt der, der mich am meisten beeindruckt. Nächster Kandidat. Gut. Ob auch der Opel Crossland X Anna Kraft überzeugen kann? Mir gefällt das von der Aufteilung alles nicht. Also was ist das hier? Konkav, ist eckig, rund, das ist alles gemischt. Nächster? Nächster, gut. Der Mazda CX-3. Der Kaffeebecher ist verstaut, dafür ist die Handyablage zu klein. Erster Eindruck? Edel. Mir persönlich wäre es ein bisschen zu altmodisch. Gesamtnote bitte. Ich tue mich so schwer. So, liebe Anna, jetzt musst du dich entscheiden. Welcher dieser 6 SUV-Kandidaten hat dein Herz nicht erobert? Also der nächste, der raus muss, ist auf jeden Fall der Hyundai. Da hilft auch die elektrische Verstellung des Sitzes nicht. Ich habe das mit meinen Fingernägeln ja alles schön getestet. Das war 1000% Plastik, nur Plastik vom Design. Irgendwie hatte ich das Gefühl, wenig Gedanken gemacht. Hat mir gar nicht zugesagt. Der Hyundai ist raus. Sorry. Raus. 5 sind noch übrig. Jetzt geht es um die Übersichtlichkeit und Wendigkeit der SUVs. Ja. Vor euch seht ihr eine Parklücke. Noch Fragen, Anna? Nein, das ist natürlich meine Lieblingsaufgabe nicht. Ich muss einparken, ja? Genau. Auf Zeit? Ja. Oh Gott, okay. Übersichtlichkeit und Wendigkeit. Was kriege ich, wenn ich unter 5 Minuten brauche? Ruhm und Ehre. Hol das erste Auto. Anna soll herausfinden, wie gut ist die Rundumsicht in den restlichen City-SUVs. Dabei kommt es zugleich auf Größe und Handlichkeit an. Das Auto, das am unübersichtlichsten ist, fällt raus. Ich verlasse mich nicht so gern auf die Rückfahrkamera, bin ich ganz ehrlich. Ich gucke da lieber selber noch mal so rüber. Und wenn dann da eine Säule im Weg ist, schwierig. Also von daher, Übersicht muss sein. Zuerst buxiert Anna Kraft den Mazda CX-3 in die Lücke. Sobald der Rückwärtsgang drin ist, läuft die Zeit. Geht das durch? Geht das durch als eingeparkt? Ich sag jetzt mal ja. 19 Sekunden hast du gebraucht. Total unübersichtlich. Total unübersichtlich? Ja, ich finde den, also... Siehst du nichts hinten raus oder was? Nee, bin ich blind. Mit gut 4,23 Metern ist der T-Roc etwas kürzer als der Mazda. Ja, gespannte Stille. Doch auch hier stoppt die Uhr bei 19 Sekunden. Hast du gut gesehen hinten raus? Ist das Heckfenster, ist das klein? Mir ist das Heckfenster persönlich ein bisschen zu klein. Ja. Und ich fand tatsächlich... Die C-Säule? Ja, die war mir irgendwie im Weg. Okay. Dann machen wir den nächsten, oder? Wie leicht flutscht der Kia Stonic in die Lücke? Die Überraschung? Anna ist sogar schneller als mit VW und Mazda. In nur 16 Sekunden parkt sie ein. Ob der rund 4,14 Meter kurze Seat das noch unterbieten kann? Und zack, 16,44. Damit liegen Seat und Kia gleich auf. Fehlt noch der Opel. Der Crossland X. Auch nicht schlecht, 18,22. Wie sind deine Gefühle in dem Auto? Wie hat sich das angefühlt? In Ordnung, aber nicht so gut wie der Kia und auch nicht so gut wie der Seat. Also Seat und Kia waren bis jetzt die schnellsten, mit 16 Sekunden immer, beide. Die waren vom Einparkgefühl auch am besten. Ich hatte eine gute Übersicht, ein gutes Gefühl. Wir müssen einen rausschmeißen, Anna. Lieber Mazda, beim Einparken hast du mich echt hängen lassen. Übersicht, gerade für uns Mädels, ganz bescheiden. Du bist leider raus. Damit sind noch 4 Kontrahenten übrig. Anna, ich glaube, das sieht nachher weit aus. Ja, schön. Unsere nächste Aufgabe? Habt ihr noch Kraft?
Ja, haben wir. Yes! Beladet alle restlichen Autos mit den Wasserkisten. Das Auto mit dem kleinsten und unpraktischsten Kofferraum fliegt raus. Los, bitte los! In welches der verbliebenen Autos passen die wenigsten Wasserkisten? Im Rennen sind noch Kia Stonic, Seat Arona, Opel Crossland X und VW T-Roc. Los geht's mit dem Kia. Geht hier keine mehr rein? Doch, hier. Nee, aber dann, nee? Geht der Kofferraum dann geht er nicht mehr zu. Der muss raus. Okay. Der so, wie viel waren jetzt drin? Aber irgendwie sieht der Kofferraum nicht so richtig riesig aus, ne? 8 Kisten Wasser. Gut. Seat. Machen wir mal so. Gehen die dann da so rein. Mhm. Dann da so rein. Immer noch eine? Komm, jetzt mit Schmackes. Ja, so. Geht doch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yes. Das geht doch schon mal mehr. Eine mehr als im Kia. Ob der Wolfsburger noch mehr Kisten bunkern kann? Bitte schön, der Herr. Ja, das sieht schon mal gut aus. 8, 9, 10. Ja, das sind aber schon die meisten Kistchen drin. Ein Kofferraum ist aber noch übrig. Der des Opel Crossland X. Das Gute ist, ne? Was denn? Dieser kleine Crossland X hat einen Trick. Er hat eine verschiebbare Rücksitzbank. Das schafft mehr Platz im Gepäckabteil, schmälert aber hinten die Beinfreiheit. Jetzt machen wir mal richtig einen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Guck mal, die gehen da sogar hochkant rein. Nummer 12. Immer mit der Ruhe. Ich hab's gleich. So, jetzt Achtung, gehst du zu? Yes! Wir haben einen Sieger! 15 Kisten. Hier der direkte Vergleich. Der Opel Crossland X hat den größten. Er schluckt 15 Kisten. Der VW T-Roc lädt immerhin noch 10 davon. Trotz mehr Kofferraumvolumen passen in den Seat nur 9 Kisten. Auf dem letzten Platz mit dürftigen 8 der Kia Stonic. Welcher fliegt denn dann jetzt raus? Muss ich mal ganz kurz überlegen. Ich glaube, der Kia. Richtig. Damit explodiert der Koreaner kurz vor dem Treppchen. Zur Erinnerung, mit 7 SUVs sind wir gestartet. Mit nur einem Ziel, das Beste davon finden. Diese Top 3 ziehen nun ins Finale ein. Und das geht buchstäblich an die Eier. Jetzt geht's langsam richtige Entscheidung. Wir haben nur noch den VW, ja, den Opel und den Seat am Start. Und hier ist ein kleines Briefchen für uns. Hast du mir was gebastelt? Fast. Das sieht so ein bisschen nach ein paar Eierchen. Okay, Frühstück also. Aus. Fast. Wo ist mein Brot dazu? Also, nächste Prüfung, Fahrkomfort. Fahrt mit allen Autos über holpriges Kopfsteinpflaster. Mhm. Haben wir. Okay. Welches Auto federt die Unebenheiten am besten weg? Genau das wollen wir mit den 12 Eiern im Körbchen herausfinden. Das Fahrzeug, bei dem die meisten Eier kaputt gehen, scheidet in dieser Runde aus. Bitte fahren Sie los. Gut. Blinker setzen, Schulterblick. Gott, du bist ja wie mein früherer Fahrlehrer. Los geht's mit dem Seat Arona. Finde ich doch nicht so schnell. Sieh wie Eier. Was? Wir wollen die doch kaputt zerstören. Nee, gar nicht. Weiter noch, weiter noch. Haben wir schon Eier verloren? Nein, das hätten wir gemerkt. Aber nicht so hart bremsen, ne? Findest du, ich gehe zu rabiat mit den Eiern um? Du hast Angst um deine Eier. Ich habe mir das Angst nicht um die Eier. Wieso ist das Thema eigentlich so lustig? Weiß ich auch nicht. So genau. Vielleicht, weil Ostern vor der Tür steht. Zu viele Eier im Kopf. Die Frage ist doch, wie gut federt der Arona? Dieser Seat hier ist sportlich. Und auch die normale Fahrwerksauslegung ist schon sportlich knackig. Mag ich. Magst du? Ja. Mag ich auch. Ob das auch die Eier mögen? Und? Was ist dein Tipp? Boah, ich... 1. Ich sag 2. Das gibt es nicht. Alle Eier sind heile. Sportlich, aber komfortabel. Spricht fürs Fahrwerk. Nächster auf dem Eierprüfstand, der Opel Crossland X. Mit ihm fahren Matthias und Anna dieselbe Holperstrecke. Ist auch sein Fahrwerk Güteklasse A? Ui, das war aber hoi. Der Seat, finde ich, war genauso sportlich, genauso knackig. Der hier stuckert so auf diesen ganz kurzen Schlägen. Ja. Stuckert er so ein bisschen, ne? Ja. Hörst du das so? Ja. Komfortabel ist das nicht. Aber viel wichtiger ist die Frage. Was sagen die Eier? Ich will sehen, wie viel Eier. Aber guck mal, der hat hier einen Ditch. Der? Gar nicht. Doch, hier ist doch so ein... Ach,
Sie sind alle heile. Jetzt muss noch der VW T-Roc zeigen, wie zärtlich er mit den Eiern umgeht. Der hier ist definitiv komfortabler als die beiden anderen. Mhm. Fühlt sich auch so an. Ja. Wenn jetzt ein Ei kaputt ist, ne? Das glaube ich nicht. Dann esse ich alle anderen 11 im Ruhmzustand. Boah! Hab ich das gerade gesagt? Ja, das hast du gesagt. Boah! Das möchten wir gerne sehen. Zugleich würde das aber bedeuten, dass der VW rausfliegt. So. Guck mal, wie flauschig das war. Es war sehr flauschig. Ah. Es ist kein einziges Ei kaputt gegangen. Wir müssen alle drei Fahrwerke loben. Dann ist das jetzt die erste Aufgabe, wo tatsächlich kein Auto rausfliegt. Damit geht dieses Trio in die letzte K.O.-Runde. Finale, Anna. Finale. Oh. Was so, der letzte Test. Handling und Performance. Fahrt mit den Autos eine Runde auf dem abgesteckten Handling-Parcours. Das langsamste Auto fliegt raus. Wie immer. Klingt doch einfach. Mach mal. Wir vergleichen hier Äpfel mit Birnen mit Bananen. Die Autos haben unterschiedliche Antriebe. Der eine hat Allrad, der andere hat kein Allrad. Der nächste hat einen großen Motor, der andere hat einen kleineren Motor. Weniger Leistung, mehr Leistung und so weiter und so fort. Aber eine Tendenz, wie die Autos sich quasi im Alltag verhalten, wie sie sich im Extremfall im Grenzbereich verhalten, das kriegst du hier natürlich schon. Welches kompakte SUV kann auf diesem Terrain glänzen? Gefahren wird eine Runde auf Zeit mit geraden, engen und schnellen Kurven und einem abschließenden Slalom. Fangen wir mit Seat an? Hm, gut. Du fährst. Ich fahr jetzt mal. Ja. Keine Ausreden mehr. Was haben die City-SUVs auf der Straße zu bieten? Der spanische Fronttriebler geht mit 150 PS an den Start. Topspeed 205 km/h. Das alles zum Basispreis von rund 16.000 Euro. Fahrwerk auf Sportstellen und Matthias und Anna sind bereit. Also, wenn ich starte, startest du auch, ja? Mhm. So, geht gut los. Mhm. Kraft ist einigermaßen vorhanden. Mhm. Und hier wieder rum. Aber er liegt gut auf der Straße. Fühlt sich gut an. Knackig. Sportlich. Ja, aber zu gebeten gerade. Ganz ehrlich, für 150 Pferdchen finde ich den sehr, sehr lebendig. So, zeig mal hier den Slalom. Sehr schön. Komm, zieh, 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 zieh. Komm, 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 komm. Was haben wir, lieber Seat? Und bam! Wir sind unter einer Minute geblieben. 59,94. 59,94. Ja, genau. Knackig, handlich. Leider Gottes hat die Elektronik da nicht so viel zugelassen. In der Kurve vor allen Dingen, da in dieser langgezogenen Rechtskurve, da hat das ESP einfach so ein bisschen reingefuckelt. Aber trotzdem macht dieses Auto Spaß. Es ist wendig, es ist wieselflink. Also der hat wirklich Bock gemacht auf der Strecke. Ob das der Crossland X toppen kann? Der Opel hat immerhin 20 PS weniger Leistung. Trotzdem ist er in der Basisausstattung 1.000 Euro teurer als der Seat. Warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst hier nämlich das ESP ausschalten. Krasse aus? Ja. Stoppuhr ist parat? Ja, ich bin bereit. Also er ist schon einen Tacken besser weggekommen, aber jetzt ist das ESP wieder an. Der hat sich wieder komplett selber eingeschaltet hier. Das gibt's doch gar nicht. Wie den Seat gibt es den Opel nur mit Frontantrieb. Allerdings lässt sich das Fahrwerk hier nicht auf Knopfdruck verstellen. Zieh, Baby! Ja, komm, hier können noch ein bisschen. Komm noch ein bisschen. Oh. Ah, hier greift er deutlich ein, das ist ja krass. Komm, 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 komm. Mensch. Ja, gute 2,5 Sekunden langsam. Tatsächlich 2,5 Sekunden? Ja. Ab 60 Stundenkilometer schaltet sich das ESP an. Da kannst du machen, was du willst, da kannst du auch draufdrücken, das geht nicht wieder aus. Und das hat hier wirklich Zeit gekostet und natürlich auch Fahrspaß. Sicher ist das natürlich, das Ding ist nicht einmal ausgebrochen oder irgendwie mal eine gefährliche Situation oder sowas. Aber Fahrspaß ist natürlich was anderes. Was liefert der VW T-Roc auf dem Rundkurs ab? So, Anna, das hier ist jetzt unsere Banane. Ja. Wir haben 190 PS, aber der T-Roc ist auch 273 Kilogramm schwerer als der Seat Arona. Also wir sind eine schwere Banane. Aber er hat auch Allradantrieb.
Damit schafft er 216 km/h. Schneller ist keiner. Teurer aber auch nicht. Der Basispreis beträgt 20.390 Euro. Sport. Hier gehen wir auf S. Jetzt hat er auch noch Automatik. Wenn der eine Launch Control hat, flippe ich aus. Auf die Plätze. Launch Control Programm aktiv. Ah, guck mal, der schwänzelt sogar mal weg. Seid mir nicht böse, aber das ist eine andere Welt. Das ist eine komplett andere Welt als die beiden anderen. Das hier ist präzise. Es lässt rutschen zu, es lässt quietschen zu. Er nimmt das Gas an, ohne Quatsch. Ja, auch es ist ein anderes Auto. Mach da. Und jetzt. Zieh. Das sieht gut aus. Mach die Zeit. 58,25. Damit ist der T-Roc trotz Allrad und 40 PS mehr nur 1,3 Sekunden schneller als der Seat Arona. Der Allradantrieb spielt sich hier voll aus in den beiden Spitzkernen. Da zieht der raus, das gibt es gar nicht. Aber auch hier kannst du das ESP nicht komplett ausschalten und du verlierst wieder Zeit und Spaß. Also, aber trotzdem, das Auto ist eigentlich eine andere Kategorie, aber er gehört von der Klasse hier hin und deswegen ist er mit dabei. So, Anna, Rennen ist vorbei. Verkünde bitte die Zeiten. Da fangen wir doch mal mit dem Opel an, ja. Der war leider der langsamste mit 1:02. Okay, damit ist nach Zeiten der Opel leider raus. Aber wir haben jetzt immer noch zwei, ne? Ja. Den Vergleich kann nur derjenige, also ich finde den Zeitunterschied, der hat nur Frontantrieb, der hat Allradantrieb, der hat mehr Leistung, der hat weniger Leistung und er hat nur 1,3 Sekunden rausgefahren. Minimal, ne? Das ist relativ wenig. Und deswegen müssen wir jetzt mal auf den Preis gucken, Leute. Ja. Und das geht ganz schnell. Der Seat ist in der Basisvariante, ne? Nur Basis. 4.000 Euro günstiger als der T-Roc. Damit gewinnt der Seat Arona bei Grip den Mega-SUV-Vergleich. Schön war's. Mach's gut. Ja, mach ich auch. Ich nehme den T-Roc. Ja, ich nehme das Schnäppchen.